Ja, Momo Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Let's Play The Escapists. Oh yeah. So. Heute werden wir höchstwahrscheinlich noch mehr Müll verbreiten und noch mehr Leute verkrüppeln. Mal gucken. Ich habe ja in der letzten Folge gefragt, was wir mit diesem gottverdammten Stuhl machen. Und anscheinend ist er einfach nur für die Tischler arbeiten. Das heißt, wenn man als Tischler arbeitet, stellt man den ganzen Tag nur Stühle her. Schön, ne? Gott, ich hab doch nichts gemacht. Ich bin doch nur wieder in die Ecke gegangen. Ich bin doch hier. Willst du mich verarschen? Ich bin doch hier. Ich bin doch hier. Warum denn? Dreckige Schweine. Ich war doch da. Ich war doch da. Ich habe mich keinen Millimeter bewegt. Okay, ich bin kurz hier rausgegangen, um den Stuhl hinzulegen. Aber das war's. Ich hab doch nichts Bösartiges gemacht. Oh. Komm, legen wir erstmal den Stuhl hier hin. Und schnappen wir uns noch ein paar Löffel. Das finde ich ja mal fies. Wie ich plötzlich ermahnen, obwohl ich da stehe. Ich glaube, das ist ein kleiner Bug. Sobald man halt den Appell verlässt, ist man generell nicht mehr beim Appell dabei. Das glaube ich mittlerweile. Ernsthaft. So, Arbeit. Wenn niemand sieht mich, wie ich hier grabe. Ich kann auch nicht sehen, ob da gleich ein Wärter kommt oder nicht. Das ist ganz problematisch. Ich kann nur hoffen, dass keiner kommt, solange ich meinen Löffel aufbrauche. Wir werden heute versuchen, mal unsere Schaufeln zusammen zu basteln. Oder einen Teil davon. Und ich wollte nur einmal kurz hier nochmal unsere Löffel verschwenden, die wir da haben. So, hast du Eisen für mich zufällig? Nö, ein Stück Draht brauche ich auch nicht. Nö, lass mal. So, was haben wir denn bei uns? Wir haben 3 Stück, das ist perfekt. Und 2 Klebebänder. Ich glaube, ein Klebeband brauchen wir noch, um das Ganze wirklich hinzukriegen. Wir brauchen das, das und das. So, mit haben wir auf jeden Fall schon mal die erste Schaufel. Dann brauchten wir... Oh, wir brauchen noch 2 Klebeband, ne? Ja. Wir stellen einen extra illegalen Beutel her. Ach. Das ist doch nicht dein Herz, oder? Ah, wieso verliert man so schnell Intelligenz? So mies. Wir brauchen noch 2 Klebeband, weil ich möchte gerne noch einen zusätzlichen illegalen Beutel haben. Denn sobald wir hier durchgehen mit der Schaufel, ist unser alter illegaler Beutel bei, ich glaube, 10%. 1, 2, nee, 20%. Das ist mir alles zu risikohaft. Ich will lieber einen Ersatz haben. Dafür brauchen wir natürlich Klebeband. So. Das war die letzte Ausdauer, die ich noch habe. Müssen wir nur noch irgendwie rankommen an Klebeband. Naja. Tun wir dies erstmal. Wo ist übrigens meine Waffe hin? Ich weiß es nicht. Wir nehmen einfach eine. So. Ach, ich wurde gerade zusammengeschlagen. Stimmt, das war ja was. Gut, da haben wir unsere brüchige Schaufel. Die werden wir auf jeden Fall erstmal verschwenden. Dennoch möchte ich vorher das Klebeband organisieren. Das wäre mir schon ein ganz, ganz großer Wunsch. Und die beiden Sachen behalten wir, glaube ich. Um dann im besten Falle nochmal eine Schaufel herzustellen. Gut, auf der Suche nach Klebeband. Kann hier auch einfach nicht reingehen, das ist so dreckig. Ist so schmerzhaft, einfach nicht reingehen zu dürfen. Moment, wo habe ich den Stuhl hingetan? Ach, da hinten in der Ecke. Ich setze mich jetzt auf meinen Stuhl. Das ist mein Stuhl der Nachdenklichkeit. Warte, ich muss euch einen besseren Namen ausdenken. Keine Ahnung, mir fällt gerade kein Name ein. Fällt euch ein Name für meinen Stuhl ein, auf dem ich nachdenken kann? Wir werden jetzt hier nachdenken. Ich stelle mich jetzt drauf und dann denken wir nach. Da liegt einer. Kann ich nicht gebrauchen. Mist. Ja, gut, Energie habe ich auch keine mehr. Das ist alles so dreckig. Ich könnte theoretisch nach dem Mittagsappell schon mal das Loch fertig graben. Weil dann ist es schon mal offen. Dann kann ich die Schaufel da auch einfach reinlegen. Und dann ist gut.
Bin gerade irgendwie. Ich stecke irgendwie fest. Ich stecke fest an Klebeband. Dass irgendwann Klebeband so wichtig für uns ist und so selten, das hätte ich nicht gedacht. Ich meine, theoretisch ist es ja gar nicht selten. Theoretisch ist es immer da. Nur, wir kriegen es nicht, weil wir nicht rein dürfen wegen den Kameras. Gut, schnappen wir uns erstmal die Schaufel. Da sind 10% weg und nochmal 10% weg. So, jetzt darf hier nur keine Wache reinkommen. Dann bin ich glücklich. Scheiße, das wird glaube ich nicht reichen, ne? Doch, doch, wird es. Oh, oh. Oh, ich habe gerade gedacht, es kommt eine Wache rein. Okay, warten wir nur kurz eine Sekunde. Das ist so gefährlich. Ich bin zu müde. Ach du Scheiße. Gut, da wird die Schaufel nicht gesehen. Stimmt, ich bin ja zu müde. Aufgang, ja, ich bin müde und wir haben Aufgang. Ach, Bertha, mein Freund, was hast du für mich? Eine Pfeile, die brauche ich nicht. Aber die kannst du mir gerne geben. Dann gebe ich sie Sky Luke. Und ich gehe so lange duschen. Bis ich erwischt werde, natürlich. Was ist denn mit Pahü passiert? Wir haben den Speicherstand geladen, das heißt, er wird höchstwahrscheinlich nicht mehr rumkrüppeln. Es sei denn, er krüppelt immer noch rum und er schafft es einfach nicht bis zum Gefängnis. Es kann sein, dass ich ihn jetzt komplett aus dem Spiel rausgenommen habe. Justin? Daniel? Mama sagt? Oh, Pahü. Okay, er hat sich wiederholt. Schade. Voll versucht wird. Ihr habt mir auch gesagt, ich kann meine Sachen bleichen lassen. Haben wir nicht sonst immer gegessen und dann geduscht? Oder nicht was? Also jetzt, ich will auch, mich auch hinsetzen. Wo war ich gerade stehen geblieben? Ich weiß es gar nicht mehr. Ist mir auch egal. Ich habe mir jetzt erstmal mein Tablet wieder rausgeholt und gucke mir mal kurz das Bildchen an, was wir so hingezaubert haben. So. Denn wir müssen welche beklauen und wir haben Abendzeit. Abendessen. Wir müssen Miso. Der ist tatsächlich ganz links. Betttuchseil klauen. Schokolade von Sky Luke, der unten links ist. Und Tau hat nochmal Schokolade von King geklaut. Na gut, gehen wir erstmal nach oben links. Und vielleicht versuchen wir dann nach unten rechts. Unten links meine ich. Unten links und oben links. Der Tau ist auch unten links, ne? Eigentlich alles war im Haufen. Wenn keine Wache kommt. Ach so, ich bin ja duschen gegangen, ne? Wenn keine Wache kommt, dürfte das eigentlich gar kein Problem sein. Stimmt, ich bin alleine duschen gegangen. Ah. Natürlich. Natürlich. Da war ja was. Klebeband jemand für mich? Könnte ich mir selbst nicht leisten, es sei denn, sie kostet 10. 30. Ach, du Heilige. Na gut, das kriege ich nicht zusammen, es sei denn, ich gehe zu Phil. Ich könnte ihn aufwecken, ja, und dann ihm was abkaufen, aber ich glaube, dafür reicht die Zeit nicht. Ich glaube, dafür reicht nicht die Zeit, Freunde. Aber ich kann kurz in die Küche gehen. Ein bisschen buddeln. Das machen wir jetzt. Interessiert mich sowieso nicht, was beim Abendappell rauskommt. Solange Abendappell ist, kommt nämlich kein Schwein hier rein. Okay. Schaufel liegt. Ich bin schon hier. Hoffentlich kommt kein Bug. Hallo Snox. Hast nichts für mich, schade. Komm Daniel, du hast bestimmt Bock auf ein bisschen Dreck, ne? Hier. Ich musste nur überlegen, wem ich es gebe. Ach, der kam gerade aus der Küche, ne? Und ich habe gedacht, während des Abendappells ist keiner in der Küche. Hui. Es hätte auch schief gehen können. Okay, warten wir erstmal, bis die Wert. Oh, ich werde untersucht. Ich werde untersucht, einmal. Cool. So, gut, dass wir den Beutel da gelassen haben. 40%? Wieso? Wie habe ich es denn geschafft, 60% zu verbraten? Egal.
Muss auch eine Möglichkeit geben, da reinzugucken. Oh. Ach. Nein, er kommt. Wie? Wieso? Du musst doch etwas Geklautes dabei haben. Egal, Freunde. Ihr wisst, ihr kennt meinen Trick. Ich gehe einfach schlafen und speichere ich ab. Nein, das wollte ich abspeichern. Gut, jetzt habe ich ihn zusammengeschlagen. So. Ich habe meine Sachen noch. Alles auf 0% und wir haben den nächsten Tag. Und wir haben gespeichert. Das ist der Trick des Tages, Freunde. So, 20%, ja. Krass. Naja, was soll's. Finde ich ein bisschen kacke. Das heißt, Miso wird es dabei haben, ne? Er wird das Ding Zeug dabei haben. Was hat er ja dabei? Betttuchseil, ne? Nein, entferne Betttuchseil von Phil Banane. Oh, das war unser Händler gestern. Oh, so. Oh, so. Der Auftrag kam nur von Miso. Ach Gott, okay. Ich trinke mal einen Schluck Wasser. Das ist doch dämlich. Gut. Auf ein neues. Followed by und Ronsay, ihr seid am Arsch. Mir egal. Ich war gestern auch am Arsch. Aber die haben zum Glück nichts gefunden. Beim Mittagsappell machen wir doch glatt. Da ist mein Loch. Oh ja, ich hab kurz gedacht, dass die Leute das sehen werden. So sieht das Ganze also aus. Ups. War nicht meine Absicht. Tut mir leid. Ich hab nur das weggenommen, was ich wegnehmen musste. Holz. Holz könnte natürlich wichtig sein, ne? Weißt du was? Wir nehmen es einfach an uns. Scheiße. Ich wollte eigentlich gerade sagen, wir nehmen es an uns. Und verstauen das in unserem Versteck. Aber ich laufe jetzt erstmal so ein bisschen durch die Gegend, bis der Frühstück vorbei ist. Lauf bei mir in die Zelle. Und freue mich meines Lebens. Weißt du was? Ich kann... Oh. Stimmt ja. Muss nur ein bisschen in meine Zelle kommen. Und da kann ich das Holz dann verstauen. Ja komm, verprügelt mich. Egal. Alles cool. Dem einen klaue ich gleich die Waffe, dann habe ich wieder eine Waffe. Wenn eins zum anderen kommt. Das steht auf meinem Regal drauf. So. Das habe ich mir natürlich 95% eingehandelt, ne? Ist das mies, ist das mies. Was haben wir hier eigentlich drin? Okay, gut zu wissen. Nein, nein, nein! Im Ernst? Egal, wir haben ja gesehen, wir haben hier noch ein paar Schlagstöcker, also ein... Wir haben nichts Großartiges verloren. Klar, Eisen und ein Stück Holz, aber das ist halb so wild, Freunde, ganz halb so wild. Ich meine, das Ganze hat nur wegen dem Stück Holz angefangen, ich weiß, aber egal. So, das heißt, wenn wir jetzt irgendwas in der Küche finden, können wir zu unserem Geheimversteck gehen und alles da reintun, ne? Ups. So, wir wollen ja in die Richtung graben, ne? Jetzt können wir endlich frei graben. Okay, das war's schon. Keine Prozente mehr. Jetzt brauchen wir Klebeband, um das Ganze zu reparieren. Ist eigentlich nichts, was ich brauche, ne? So ein Dreck. Klebeband, mehr brauche ich doch nicht. Wie viele Prozente man auch sofort bekommt, wenn man da reingeht. Habe ich Zahnpasta irgendwo am Start? Könnte ich das wenigstens testen? Gut, Zahnpasta. Ich muss daran denken, Zahnpasta zu organisieren. Noch mehr Tinte brauche ich nicht. Vielleicht sollten wir erstmal ein bisschen aufräumen, ne? Ich könnte mir Nunchucks herstellen, ja. Nö. Den könnte ich noch gebrauchen. Die Seife brauche ich überhaupt gar nicht. So, mal gucken, ob sich jemand danach bückt.
Ansonsten brauchen wir eigentlich alles, was hier drin ist. Ne? Ich weiß nicht, ob ich noch eine Mauer einreißen möchte. Deswegen werden wir das hier auf jeden Fall behalten. Hier haben wir ja noch Talkumpulver, ne? Wir brauchen doch eigentlich das Toilettenpapier, was ich hier hingelegt habe. Gut, dass es noch da war. Jetzt brauchen wir noch Klebstoff oder können wir Pappmaché herstellen? Und das Talkumpulver war nochmal wofür? Genau, für die Schlüssel. Für die Schlüssel. Das war's. Oh, bitte hab Klebeband. Bitte hab Klebeband. Och Mann. Fallout Boy. Du hast mich enttäuscht. Warum? Klebstoff. Wie gut, dass wir alles auf dem Boden finden. So. Dann nehmen wir immer kurz die Waffe hier aus der Hand. Legen natürlich die Waffe hier rein. Holen uns dann natürlich das Zeug. Das können wir auch gleich mal kurz behalten. Take these! Warte, erstmal ein Like abholen. Take these! So, wie sieht es aus mit unserer Stärke? Ah, insgesamt schon 3 verloren. Aber ist halb so wild, halb so wild. So, bin beim Mittagsappell dabei. Alles ist cool. Aber, nee, das stelle ich mir jetzt noch nicht her. Das wäre sonst zu gefährlich. Ja, komm, wer ist dran? Wieso und Erik? Ich brauche das ganz dringend. Wir können uns den Tipp später noch abholen, so ist es nicht. Wir haben noch alle Zeit der Welt. Aber die Oh Gott, nein. Oh Gott, nein. Okay, verprüge mich. Jetzt habe ich nichts mehr. Ja, so geht das natürlich auch. So kann man auch seine Sachen hinschmuggeln, oder? Man lässt sich verprügeln. Aber dadurch verliere ich natürlich immer mal wieder ein bisschen was an Zeug. Oder ich glaube, die Stärke und so weiter verlieren wir pro Tag ein ganz großes Stück. So, illegale Beutel haben wir noch 2, ne? War das jetzt 20% oder 10%? Weil da, ich brauche doch. Das brauche ich noch. 20%. Alter, pro Untersuchung. Oh je. Yeah. So, Hofgang. Ja, ich bin gleich auf jeden Fall da. Ich stelle nur mal kurz die Schaufel leer. Nicht dein fucking Ernst, du. Nein! Oh Gott, nein! Scheiße. Ich brauche die Intelligenz. Ist mir scheißegal, ich brauche Intelligenz, Mann. Wie viel? 10? Brauchten wir 10 Intelligenz dafür? 1. Scheiße, ich muss es schaffen bis zum nächsten Essen. 2. Scheiße, wir essen gleich. Abendessen 3! Nein! 4! Es sieht ernsthaft keiner? Es sieht keiner? Ich glaube, hinter diesem Regal sieht das keiner, weil niemand dahinter geht. Es ist mir trotzdem zu riskant. Ich will definitiv das Loch stopfen. Definitiv. Scheiße, Mann. Oh. Ja, wenn jemand jetzt das Metallstück da wegnehmen möchte, dann bin ich auch erst recht am Arsch. So, wie viel Intelligenz habe ich? 4 Stück brauche ich noch, ne? Ach du heilige Scheiße. Oh, ist mir gerade die Sause gekommen. Oh. Ich hab mich verklickt. Ja, ich komme. Mistkerl. Ja, ich bin doch schon da. Jetzt dreht man nicht durch. Eine Intelligenz noch, gut.
Wir gehen kurz hier hoch. Ach nee, ich muss erstmal eine Intelligenz holen, ne? Eine Intelligenz. Okay, das reicht schon. Bin schon hier. Alles cool, ich hab's nicht vergessen. Und dann schaufeln wir gleich mal ein bisschen. Dass wir zumindest dieses Loch da vorne stopfen können. Scheiße, meine Schaufel! Sie ist kaputt gegangen! Nein! Nein, meine Schaufel ist kaputt gegangen! Fuck. Fuck. Okay, jetzt kommt der her, der Penner. Das brauche ich noch. Zahnpasta. Lass mich in Ruhe! Jetzt muss ich noch mal ein Stück Klebeband organisieren, ne? Ja, jetzt bin ich schon wieder bei zwei Klebebändern. Ah, dieses eine Loch, das wir aus Versehen gegraben haben, das hat uns so was von in den Arsch getreten. Eigentlich hätte ich ihn auch zusammenschlagen können, ne? Ah, ich habe mich verkrüppelt. Der Zero verkrüppelt sie alle. Gut, Freunde. Ich würde sagen, das war's für heute. Das waren zwei Tage. Wir sehen uns morgen an dieser Stelle wieder zu einer neuen Folge von Fallout Shelter. Haut rein, euer Zero. Tschüss.